Sei nicht böse. So lautete einst das Motto der beiden Google-Gründer. Dass dieser edle Satz nicht so richtig mit dem wahren Geschäftsgebaren der Datensammler übereinstimme, wird hartnäckig behauptet. Google schaffe den gläsernen Bürger, verführe uns mit geilen Tools und verkaufe dafür unsere Seele an Konzerne, Geheimdienste und Versicherungen. Google, der Mephisto der Neuzeit. Doch jetzt hat ein Spiegeljournalist ein Buch veröffentlicht, das endlich Klarheit schafft. Titel: Was Google wirklich will. Was bisher fast unmöglich schien, ihm gestattete Google, ganz großer Ausnahme, knallhart zu recherchieren bei Google selbst. Die überraschend frohe Botschaft jedenfalls lautet: Die netten Jungs dort, wo auch immer, wollen in Wirklichkeit nichts weniger als die Welt verändern. So präsentiert sich Google gerne. Eine überschaubare, ja fast familiäre Kreativschmiede unter der Sonne Kaliforniens. Studentisch und lässig. Das Bild bei uns in Deutschland weicht davon gravierend ab. Wir sehen Google als milliardenschweren Datenkraken. Während sich der Konzern selbst sehr verschlossen gibt. Journalisten müssen leider draußen bleiben. Diesem Autor aber hat Google jetzt erlaubt, sich völlig frei auf dem Firmengelände zu bewegen und nach Herzenslust Fragen zu stellen. Wie kam ausgerechnet der USA-Spiegel-Korrespondent Thomas Schulz zu dieser Ehre? Wieso darf gerade er uns erzählen, was Google angeblich wirklich will? Der große Punkt für Google ist, dass sie ein Imageproblem in Europa schon lange haben und dass das Imageproblem für sie so groß geworden ist, dass sie das Gefühl haben, sie müssen mehr über das Unternehmen nach außen bringen und dass ihnen auch dabei ein unabhängiges, kritisches Buch mehr bringt als die ganzen vielen Gerüchte, die über das Unternehmen im Umlauf sind. Google verspricht sich also was davon. Tatsächlich bekam Schulz intime Einblicke in den gigantischen Maschinenraum der schönen neuen Google-Welt. Und was er beschreibt, klingt erstmal spannend. Google ist längst nicht mehr nur Suchmaschine. Das Unternehmen investiert seine Milliardengewinne in jede erdenkliche Form von Zukunftsforschung. In den Geheimlabors geht es jetzt ums Große und Ganze. Mobilität, Vernetzung, künstliche Intelligenz. Sie wollen tatsächlich die Welt verändern, das ist Ihr Maßstab. Es geht nicht um ein paar Millionen Leute, sondern es geht immer um Milliarden von Menschen. Die ganze Welt verändern? Vor allem die Medizintechnik scheint für den Technologiekonzern das ganz große Zukunftsfeld zu sein. Google arbeitet daran, immer tiefer in uns einzudringen. Biodaten gewissermaßen an der Quelle zu erfassen. Nanopartikel zu entwickeln, die im Blut sind und dann an Diagnosegeräten ausgelesen werden, die dann sagen sollen, kriegt man davon einen Herzinfarkt, hat man keinen Herzinfarkt, der in den nächsten Wochen kommt. Das hört sich also wirklich alles so nach Star Trek an. Wie kommt man bei Google auf derart abgespacete Erfindungen? Laut Schulz, weil in Kalifornien eine andere Denke herrscht. Anders als im ängstlichen Europa beschäftigt man sich hier weniger mit den Risiken der Technik, sondern konzentriert sich auf die Chancen. Locker und spielerisch wird munter drauf losgeforscht. Da versuchen sie wirklich zu entwickeln, ganz neue Möglichkeiten. Wie kann man das menschliche Leben nach hinten ausstrecken, vielleicht 10, 20, 30 Jahre mehr? Bei Google träumt man davon, die firmeneigene, ungeheure Datensammlung immer weiter zu verknüpfen. Angeblich gar nicht so sehr des Geldes wegen. Google geht es darum, das Unmögliche möglich zu machen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich an Unsterblichkeit arbeiten. Das ist, ich glaube, man würde es mitnehmen, aber ich glaube, da glauben sie selber nicht dran. Noch spielt Google nicht Gott, aber fast. Sind die beiden Suchmaschinenerfinder Larry Page und Sergey Brin größenwahnsinnig geworden? Das ist kein Größenwahn, das ist nur wahnsinniger Optimismus, so würde ich es erstmal nennen. Und das ist ja eigentlich auch erstmal toll zu sagen, was wir versuchen einfach von ganz vorne nochmal anzufangen und alles anders zu machen. Das ist einfach vor allem erstmal Forscherdrang. So faszinierend die Einblicke sind, die uns Schulz in die neue Google-Welt bietet, nicht nur bei einer Kontaktlinse, die unsere Zuckerwerte im Auge misst, fragt man sich, was wird mit unseren persönlichen Daten geschehen? Wer kontrolliert einen Weltkonzern, der uns bis in den letzten Winkel unseres Körpers auslesen will? Schulz wirft diese Fragen zwar auf, plädiert aber für mehr Zukunftsoptimismus. Diese Zweischneidigkeit, die muss man halt ausdiskutieren, aber man kann natürlich nicht immer sagen, nur weil es auch eine Downside gibt, kann ich das nicht machen. Das ist natürlich irgendwie klar, mit einer Bratpfanne kann ich Speck braten, mit einer Bratpfanne kann ich aber auch jemanden erschlagen. Diese Problematik habe ich natürlich mit fast allen Sachen. Aber deswegen von vornherein zu sagen, ich möchte überhaupt gar keinen Fortschritt haben, weil er könnte eventuell was Negatives sein, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Sonst bleiben wir stehen, wo wir sind. Fortschritt verhindern?
Wäre ja noch schöner. Und sicherlich nicht im Sinne Googles. Ein Weltkonzern, der längst das ganz große Rad dreht, aber gerne so tut, als sei er so harmlos wie eine Familienschmiede, die Bratpfannen herstellt. Dass dieser Vergleich etwas schräg ist, weiß vermutlich auch der Google-Kenner Schulz. Einen Preis wird man für alles immer zahlen müssen, wie der auch immer der aussieht. Ob es der ist, dass ich mich mit Werbung letztendlich den ganzen Tag beschäftigen muss oder dass meine Daten verwendet werden oder dass ich tatsächlich Cash dafür bezahle. Natürlich, all diese Produkte werden in irgendeiner Form Geld kosten, das ist ja klar. Sie werden nicht nur unser Geld kosten. Sie werden unser Leben grundlegend verändern. Von den damit verbundenen Risiken erzählt das Buch zu wenig.